und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute bezaubern wir zusammen ein ganz, ganz leckeres Basic-Rezept, nämlich ganz, ganz leckere Spätzle. Und ich sage euch, warum ihr die selber machen solltet. Also ich glaube, jeder von euch kennt diese getrockneten Spätzle, die man so kaufen kann, ganz normal in Salzwasser aufkocht. Und jeder kennt den Unterschied, wenn man im Restaurant essen geht und im Guten oder zum Beispiel im Urlaub auf der Hütte ist. Da schmeckt es natürlich eh am besten. Aber jeder kennt die selbstgemachten Spätzle, frischen Spätzle. Und die schmecken, finde ich, also ich glaube, da kann mir keiner widersprechen. Die schmecken einfach nur viel, viel, viel besser als die getrockneten Nudeln. Und ihr könnt selbst bestimmen, welche Zutaten ihr verwendet. Ich zum Beispiel verwende immer gerne meine Bio-Eier und sowas. Und so gehe ich auf Nummer sicher, dass auch wirklich frische Zutaten drin sind und die hier von der Qualität so entsprechen, wie ich sie gerne hätte. Und außerdem, heute in meinem Video, zeige ich einmal die Muskelvariante und einmal die Thermomix-Variante. Ich bin selber gespannt, ich weiß nicht, welche besser schmeckt. Und ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt einen Unterschied schmecken werden. Also ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht. Jetzt kommen wir erst einmal zur Mucki-Variante. Das ist die Weizenmehl-Variante. Die Thermomix, die werde ich mit einem, also genauso mit den gleichen Zutaten machen, nur mit einem Dinkelmehl Typ 630. Ich persönlich liebe Dinkel. Ihr könnt es natürlich mit jedem anderen Mehl auch austauschen oder Hälfte-Hälfte machen. Zum Beispiel, wenn man Vollkornmehle benutzt, dann ist es eh immer besser, man mischt es nochmal ein bisschen, weil sonst wird der Teig ein bisschen zu trocken und wir wollen ja, dass die Spätzle schön, schön weich sind und nicht so klamm schmecken. Und außerdem verrate ich euch noch einen Trick. In meinem Spätzle-Rezept kommt nämlich nicht normales Wasser rein, sondern, ich kenne es ja auch so von meiner Mama, von unseren russischen Teigrezepten, dass man da Sprudelwasser reinmacht. Denn das macht den ganzen Teig nochmal so ein bisschen fluffiger. Und das wollen wir natürlich. Wir wollen ja, dass es schön weich, zart auf der Zunge zergeht und nicht wie so ein kleiner Kloßbrocken im Mund ist. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Also für die Weizenmehl-Variante benötigen wir einmal 480 Gramm Mehl, Typ 405. Dann benötigen wir noch 1 Teelöffel Salz, 4 Eier der Größe M, 1 Teelöffel Olivenöl und laut Rezept 250 ml Wasser. Das mache ich jetzt hier mit dem Sprudelwasser und mal schauen, ob wir so viel brauchen. Man gibt da immer schluckweise zu. Es hängt immer davon ab, wie groß die Eier sind. Also als erstes nehmen wir uns jetzt hier mal diese Edelstahlschüssel. Da fügen wir als erstes mal das Mehl hinein. Dann machen wir hier in die Mitte so eine kleine Mulde. Da kommen die Eier rein. Und da gebe ich jetzt auch schon mal Teelöffel Salz hinzu. Dann verquellen die Eier nämlich gleich nochmal ein bisschen besser. Und jetzt, meine Lieben, machen wir das mal so richtig oldschool mit der Hand. Das auch noch nie mit der Hand gemacht, aber ich will ja mal richtig testen, ob da ein Unterschied ist, wenn man das handmade macht oder mit dem Thermomix. So, und jetzt verquirle ich quasi mit den Händen erst einmal die Eier und dann gebe ich nach und nach Wasser und Öl dazu. So, ihr Lieben. Am besten ist, man macht das vorher. Aber ich wollte das Mineralwasser direkt frisch reingeben, sonst wäre die ganze Kohlensäure raus. So. Jetzt gebe ich mal einen Schwups vom Mineralwasser rein. Dann noch das Olivenöl. So, meine Lieben, und jetzt hat sich der Teig quasi, ist jetzt quasi schön flüssig geworden. Und jetzt muss man den schlagen. Ja, also ich nehme jetzt die Schüssel mal schön in die Hand und schlage den quasi immer an den Rand, bis das Ganze Blasen wirft. So lange muss man das machen. Ich bin mal gespannt. Guck mal, da ist ein Bläschen. Super, ich habe es geschafft. Jetzt mache ich mir erstmal die Hände sauber.
Also ihr Lieben, den Spätzleteig, den wir gerade mit der Hand geschlagen haben, den habe ich jetzt hier hinten einfach luftdicht verpackt, also mit dem Deckel zugemacht, damit der uns nicht austrocknet. Und jetzt machen wir die Variante für all die, die auch den Thermomix haben und den so lieben, die Variante im Thermomix, denn da geht es wirklich ganz, ganz einfach. Wirklich einfach. Wir müssen nämlich einfach nur alle Zutaten, erst die flüssigen, dann das Mehl hinzu und dann wird das Ganze für 3 Minuten auf der Teigknetstufe geknetet und da wirft er auch Blasen. Und dann gucken wir quasi einfach von oben rein, ob der auch Blasen wirft und dann wissen wir, ob wir fertig sind. Im Übrigen habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Die Eier, die schlage ich immer mit Hilfe des Messbechers oben auf. Da geht ihr einfach auf Nummer sicher. Also nie hier oben am Rand draufhauen und reinmachen das Ei. Es ist A, nicht so gut für die Waage da unten, die sich ja unten quasi befindet. Und außerdem geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr wirklich keine Eierschale mit dem Teig habt. Und wenn ihr hier das seht, könnt ihr es quasi rausnehmen und geht auf Nummer sicher, dass keiner dann auf irgendeine Eierschale beißt. So, der Spätzleteig ist fertig. Ihr seht, da sind ganz viele Luftblasen drin, also sogar noch mehr als bei mir. Ich hätte wahrscheinlich nur ein bisschen schlagen können. Und jetzt fülle ich das Ganze einfach nur in die andere Schüssel um, damit ich dann das Ganze ein bisschen einfacher beim Schaben habe. Im Hintergrund seht ihr, habe ich schon mal hier die Spätzleteige schon mal luftdicht abgedeckt. Hier im Hintergrund stehen, die können jetzt schon mal ein bisschen ruhen. Also so lange ruhen, bis unser Wasser kocht. Das habe ich jetzt schon mal angestellt. Da sind ungefähr 3 Liter Wasser drin. Und da gebe ich in etwa so 1 Esslöffel Salz hinzu. Guckt einfach nur, dass nicht zu wenig ist, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Nudeln mit zu wenig Salz. Dann lassen wir das Ganze schön aufkochen. Wenn das Wasser schön kocht, geben wir das Salz hinzu. Und ich mache das Ganze heute mit meiner Spätzlereibe. Es gibt ja auch diese Pressen, die man benutzen kann. Dann kriegt man so schöne, lange Spätzle raus. Bei diesem Schabteil hier hat man eher so ein bisschen so wie Knöpfe. Ich glaube, das heißt auch Knöpfspätzle. Gibt es auch, ne? Den Ausdruck. Oder man schabt es ganz oldschool-mäßig mit so einem Holzbrettchen am besten. Oder überhaupt mit einem Brettchen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher immer nur die Variante gemacht, weil ich schon immer hier dieses Teil von Tupper hatte. Ich finde es auch echt ganz praktisch. Guckt, wenn ihr diese Reibe benutzt, guckt einfach nur, dass der Topf passt. Also ich habe jetzt quasi extra geguckt, dass der Umfang des Topfes so passt, dass ich die Reibe schön drauflegen kann. Wenn der Topf nämlich zu klein ist, dann ist es hier so ein bisschen schwieriger und man macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sauerei. Und wenn das Ganze schön, also ihr wisst, wenn die Spätzle fertig sind, wenn die nach oben kommen und dann oben schwimmen und dann schabt ihr die einfach raus. Da benutze ich einfach hier von Pampered Chef meine Schöpfkelle, die ist echt total praktisch, die ist schön tief, geht hier unten nach unten, das heißt, ihr habt eine große Füllmenge, könnt das Ganze schön abtröpseln und dann gebe ich das direkt in meine Servierschüssel und da guckt ihr, dass ihr am besten das euch schon direkt parat legt, damit ihr dann nicht noch hin und her hantieren müsst. Und dann sind die Spätzle eigentlich auch schon fertig. Wenn die zu stark kleben, kann man einfach nochmal ein bisschen Nudelwasser hinzugeben, die dann so ein bisschen schwenken oder ein bisschen Butter reinmachen und schwenken. Oder wer will, kann sie auch nochmal in der Pfanne auf mittlerer Hitze mit etwas Butter auch nochmal so ein bisschen so anziehen lassen. Wichtig ist nur, dass man die Spätzle nicht stark erhitzt. Die sollen nicht kross und braun werden, sondern nur so ein bisschen anschwitzen. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir los. So, jetzt gebe ich Salz hinzu. Mein Esslöffel ist immer meine Hand. Da gebe ich immer hier so in die Kuhle schön voll Salz. Also Leni schimpft immer, wenn ich das sage, eine Handvoll Salz. Aber das ist mein Esslöffel. So viel. So, und jetzt geben wir die Reibe drauf. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Teig an. Oh, der hat auch schöne Blasen geworfen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Okay, den nehmt ihr euch am besten mit einer schönen Löffel. Und am Anfang gar nicht so viel nehmen. Das ist sonst nur ein bisschen schwieriger, das Ganze auszustreichen. So, und dann einfach. Also
Also ihr seht, das geht richtig schnell mit diesem Knöpfle. So, und wenn die dann quasi so schön oben schwimmen, dann schwenke ich da immer einmal durch. Aber so seht ihr, die sind fertig und jetzt nehme ich die mit meinem Schwenklöffel. Fülle die einfach um. So, und die kann man dann einfach schön abdecken, damit die Wärme halten. Und so geht es jetzt weiter. Wir haben es geschafft. Schaut mal, so sehen jetzt unsere zwei Portionen aus. Wenn man die so ein bisschen stehen lässt, dann bei denen geht es jetzt sogar noch. Bei denen hier hinten, seht ihr, da kleben die so ein bisschen zusammen. Und jetzt nimmt man einfach ein bisschen von dem Nudelwasser, schöpft die einmal so drüber. Und dann kann man das Ganze richtig schön umrühren. Also ihr seht, man braucht gar keine Butter. Ich finde, das geht auch so, seht ihr? Richtig, richtig gut. Und so ist es natürlich auch noch mal ein bisschen gesünder, als mit Butter noch mal zu schwenken. So, und jetzt machen wir noch die Geschmacksprobe. Also jetzt kommt der Geschmackstest. Ich bin echt mal gespannt, ob ich den Unterschied schmecke zwischen dem handgeschlagenen und dem Thermomix. Weil viele sagen ja, oh nee, nicht der Thermomix oder kein Küchengerät, lieber mit der Hand machen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob sich die Mühe lohnt. Jetzt probiere ich erst einmal die Weizen-Spätzle, die ich mit der Hand geschlagen habe. Ich schmecke den Fleiß und die Liebe. Und die schmecken schon mal super. Und jetzt kommt die Dinkel-Variante mit dem Thermomix. Also ich muss sagen, ich schmecke keinen Unterschied, was die Teigkonsistenz angeht. Ich finde, Dinkel schmeckt, wenn ich das jetzt so beides gleich probiere, schmeckt Dinkel so ein bisschen sanfter als Weizen. Also ich finde, Weizen schmeckt man schon ein bisschen raus. Vermutlich, wenn das jetzt in einem Gericht ist, würde ich auch nicht merken, ob es jetzt Dinkelspätzle sind oder Weizenspätzle. Ich glaube, das ist mehr so Kopfsache, was man denkt, was gesund ist oder was, mit was man sich was Gutes tut. Ich muss sagen, wenn ich Sachen selber mache, dann wähle ich oft die andere Variante, also Dinkel. Weil man zum Beispiel, ich habe noch nie Dinkelspätzle gesehen, die man als Fertigpackung, aber als frische Fertigpackung sieht. Und ich finde, da lohnt sich dann die Arbeit natürlich doppelt. Ich hoffe, ihr macht das Rezept mal nach und postet mir vor allen Dingen, ob es euch geschmeckt hat, ob es euch gefallen hat, ob es irgendwelche Problemchen gab oder sowas. Ich beantworte euch natürlich gerne alle Fragen. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, verpasst ihr nächsten Sonntag auch nicht. Denn da zeige ich euch nämlich auch nochmal eine andere Variante mit Spätzle. Beziehungsweise, ich glaube, jeder kennt die und jeder liebt die. Aber ich würde mal sagen, lasst euch überraschen. Also bis nächsten Sonntag. Tschüss!